Hallo an alle Zuschauer. Heute gibt es Wortarten. Es gibt nämlich 10. Wozu sollte man die Wortarten kennen? Die Kenntnis hilft dir, die deutsche Grammatik besser zu verstehen. Abonniere meinen Kanal, um keine Lektion zu verpassen. 10 Wortarten im Deutschen. Nummer 1. Nomen. Das Namenswort. Zum Beispiel Tisch, Lampe, Stuhl, Straße, Brief, Stift, Tasche, Mutter, Sohn, Katze, Hund. Sie haben ein Begleitwort, den Artikel. Die zweite Wortart, das ist der Artikel. Im Deutschen gibt es 3 Artikel. Der, die und das. Die Nomen werden auch Substantive genannt. Nach dem Artikel und nach dem Nomen, nach dem Substantiv, folgt das Verb. Das Verb, das ist die dritte Wortart. Die Verben, das sind gehen, lesen, essen, schlafen, lernen, studieren, kochen, machen. Sie werden konjugiert. Die Verben bekommen bestimmte Endungen. Ja, ich mache, du machst, er macht. Die vierte Wortart, das ist Präposition. Präpositionen stehen oft vor dem Artikel und bestimmen den Kasus. Den Kasus, also den deutschen Fall. Nach den Präpositionen folgen die Artikel im Dativ oder im Akkusativ. Oder im Genitiv. Die Präpositionen, das sind auf, an, um, für, während, durch, in, mit, zu, bei, von, aus, vor, seit, nach, wegen, gegen. Die fünfte Wortart, das sind die Adjektive. Adjektive, das sind folgende Wörter. Nett, klein, schön, groß, jung, dunkel, aber auch Farben, schwarz, blau, weiß. Sie beschreiben die Sachen. Adjektive, das sind Eigenschaftswörter. Sie beschreiben die Personen, die Sachen, wie etwas ist. Sie können entweder zwischen dem Artikel und dem Nomen stehen. Der blaue Rucksack oder die schöne Lampe. Sie können auch einen anderen Platz annehmen am Ende des Satzes. Der Stuhl ist schön. Der Rucksack ist blau. Die Lampe ist schön. Die nächste Wortart, das sind die Adverbien. Adverbien stehen am Ende oder in der Mitte des Satzes. Unter den Adverbien versteht man solche Wörter wie nun, jetzt, gestern, morgen, heute, denn. Adverbien, das sind auch noch doch, nicht. Auch, sogar, sofort, bald, nur, sehr. Die siebte Wortart, das sind die Konjunktionen. Konjunktionen, das sind die Verbindungswörter. Sie verbinden 2 Sätze miteinander. Und, oder, aber, weil, das, obwohl, trotzdem, um, zu, ohne das, ohne zu. Numeralien. Zahlwörter. Numeralien, das sind die Wortarten. Einmal, zweimal, dreimal. Erstens, zweitens, drittens. Aber auch viele, manche und der erste, der zweite, der dritte. Ein paar, viele, einige, doppelt, zahlreich, zweifach, vielmals, mehrmals, zuerst, ein Drittel, ein Viertel, ein Halb. Pronomen, die wichtigste Gruppe. Das sind die Pronomen. Es gibt Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es. Oder Possessivpronomen. Mein, dein, sein.
unser oder auch Demonstrativpronomen, dieser, diese, dieses, jener, jener, jenes. Und Negationswörter gehören auch dazu. Kein, keine. Noch mehr Indefinitpronomen. Jemand, niemand, man, alles. Nichts, ein bisschen, etwas, welcher, welche, welches. Es gibt auch Reflexivpronomen. Mich, dich, sich, uns. Ja, die sind im Akkusativ und im Dativ. Mir, dir, sich, uns. Reflexivpronomen gehören zu den reflexiven Verben. Ja, ich wasche mich, du wäschst dich. Oder ich wasche mir die Haare. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Schuhe. Er kämmt sich. Sie kämmt sich. Wir sehen uns. Wir sehen einander. Wir treffen uns. Noch Gruppe von Relativpronomen. Sie sehen manchmal wie Artikel aus, stehen aber ohne Nomen. Sie stehen immer nach dem Komma und beginnen den Relativsatz. Der, das, die, den, denen, dessen, deren. Das sind Relativpronomen im Genitiv. Aber auch was, wo, welcher, welchen, welches, welche und so weiter. Ich habe ein paar Beispiele zusammengestellt. Das ist Julia, mit der ich gestern im Kino war. Der Mann, der Peter heißt, kommt aus Berlin. Das Kind, dessen Eltern nicht erreichbar sind, muss dringend operiert werden. Ihr seht die Relativpronomen rot markiert. Sie beziehen sich auf die Nomen, die vor dem Komma stehen. Interjektionen. Interjektionen, das sind die Wörter, die mit dem Ausruf zu tun haben. Mit dem Ausrufen, Zurufen. Och, ach, oje, Mamma mia, oh nein, hurra, hi, hallo. Sie haben am Ende Rufzeichen. Hier nochmal der Überblick über alle 10 Wortarten. Nomen, Substantive, Artikel, Verben, Präpositionen, Adjektive, Adverbien, Konjunktionen, Numeralien, Pronomen und Interjektionen. Wie ihr schon bemerkt habt, sind das nicht die deutschen Namen. Die Begriffe sind aus der lateinischen Sprache. Deutsche Grammatik orientiert an der lateinischen Sprachlehre. Rechts zeige ich euch gleich die deutschen Bezeichnungen. Namenswörter, Geschlechtswörter, Zeitwörter, Tätigkeitswörter, Vorwörter, Eigenschaftswörter, Umstandswörter, Bindewörter, Zahlwörter, Fürwörter, Ausrufewörter. Ich möchte alle bitten, diesen Kanal zu abonnieren und zu liken. Unterstützt bitte meine Arbeit. Ich mache diese Videos in meiner Freizeit, neben dem Job, neben den Deutschkursen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne lernen wollt. Dieser Kanal ist überwiegend für die Vorbereitung auf die Prüfung, aber auch man kann bei mir auch Wortschatz lernen und die Grammatik. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!